Hallo zusammen, ich bin hier in der Emma. Ich zeige euch heute, wie man einen leckeren Spargelsalat mit Estragon Creme Fraiche Vinaigrette, Rauchlachs und ein bisschen Feldsalat macht. Wir haben hier schönen fränkischen Spargel. Den ganzen Schema kochen wir hier in einer Spargelform. Dazu servieren wir einen Rauchlachs und die Estragon Creme Fraiche Vinaigrette. Wir fangen zuerst an mit dem Spargel. Spargel schälen. Wichtig, das Wichtigste am Spargelschälen ist das, dass man wirklich Bahn für Bahn die Außenhaut wegnimmt. Weil dann ist er holzig, dann hat man diese Fäden in den Zähnen und das ist eigentlich das, was überhaupt nicht schön ist. So, den Spargel schön runterschälen. Ich schäle ein paar Stängel, um mal einfach zeigen, wie es geht. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Stängel. Hinten einfach runterschneiden. Man sagt, jeden einzelnen Spargel, Stangenspargel, mit dem Messer so abschneiden, bis man merkt, dass es nicht mehr holzig wird. Bei dem frischen Spargel reicht es vollkommen aus, wenn man hinten einfach nur so ein Stück runterschneidet. Fertig. Hier habe ich unser Wasser. Spargelwasser ist ganz wichtig, das Wasser sehr intensiv und kräftig würzen. Nicht zu lasch, weil sonst bekommt der Spargel keinen Geschmack. Der ganze Geschmack, was im Spargel drin ist, der geht dann raus ins Wasser. So, man muss richtig gegenwirken, damit der ganze Geschmack vom Spargel im Spargel drin bleibt. Das Wasser einfach unheimlich kräftig abschmecken. Salz, Zucker. Halbe Zitrone. Einfach in so zwei Scheiben schneiden. Ins Wasser reingeben. Das Ganze abschmecken, richtig abschmecken, dass man einfach Geschmack hat, wie nach was das Wasser schmeckt. Jawohl. Ein wenig Salz dazu. Ein Zucker. So, den Spargel vorsichtig reingeben. Das Ganze schön durchköcheln lassen. Nicht zu hoch, nicht dass es der Spargel in die Wäsche kocht, sondern einfach mehr oder weniger so leicht zimmern lassen, dass es richtig schön zart durchgart. So, hier haben wir unsere Schüssel mit Creme Fraiche. Creme Fraiche, bisschen Estragon, Dressing. Das Ganze reingeben. Mit dem Schneebesen verrühren. Einfach schön zu einer schönen glatten Masse verrühren. So. Einfach schön miteinander verrühren. So, dann haben wir hier eine Wanne. Platz. Hier haben wir unsere Wanne. Einfach eine tiefe Wanne nehmen, das Dressing reingeben. So. Und jetzt den gekochten Spargel, also natürlich jetzt den Spargel ein bisschen durchkochen, dass der einfach butterzart und weich wird, rausnehmen. Ich habe jetzt hier einen Spargel vorgekocht. Also wir simulieren jetzt einfach den Schritt, Spargel rausnehmen, auf den Teller drauf, vom Teller den warmen Spargel, nicht abgekühlt in Wasser oder sonst was, den warmen Spargel ins kalte Vinaigrette gleich reinlegen. So, den Spargel, ich stelle es mal ein bisschen weg, dass wir jetzt Platz haben. So. Hier haben wir unseren Spargel, den marinieren wir schön in diesem Vinaigrette. Lassen ihn auch schön durchziehen. Wie gesagt, der heiße Spargel kommt in dieses kalte Vinaigrette rein. Der erstarrt sofort. Durch das langsame Ausruhen, Abkühlen, nimmt er den ganzen Geschmack vom Estragon, vom Creme Fraiche an, was dann fürs Endprodukt super ist. So, den Spargel rausnehmen, auf dem Teller schön platzieren. Ihr seht, dass es eine recht dickflüssige Vinaigrette ist.
Das bleibt alles schön am Spargel pichen. Man hat überall Geschmack dran. Meistens ist es so, dass man Vinaigrette hat und drauf gibt und das verfließt dann alles. Und da hat man auf dem Spargel selber nichts drauf. Bei dem ist es genau andersrum. Das Vinaigrette ist dickflüssig. Das bleibt alles am Spargel haften. Dadurch hat man den Geschmack überall verteilt. So. Den Spargel schön gerade auflegen. So, dann haben wir hier den Lauchlachs. Lauchlachs, bisschen Estragon, so viel feiner nochmal, ein bisschen Pinienkerne und ein bisschen Feldsalat. Einfach so ins Vinaigrette geben, wenn ich so leicht durchziehen. Mit drauf geben. Voilà! Hier haben wir unsere Vorspeise: marinierter Spargelsalat im Estragon-Vinaigrette mit Rauchlachs. Ihr könnt auch gerne Glavitlachs verwenden oder einen gebeizten Lachs, was auch immer. Ein bisschen Feldsalat drauf, fertig. Guten Appetit!